I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Paul aka Panda und das ist irgendwie ein anderes Intro, was ich sonst übernehme. Ich weiß nicht, wieso ich das gemacht habe, aber es ist auch völlig egal. Danke für euren Support in letzter Zeit. Wir wachsen extrem schnell und wir sind fast bei den 10.000 Abonnenten. Würde mich also echt freuen, wenn dieses Video auch wieder liked und einen Comment da lasst. Ihr seid auf jeden Fall die Geilsten. Ohne euch würde YouTube auch gar nicht so extrem Spaß machen. Aber ich dachte mir heute mal, ein Ausnahme-Upload, ein Oldschool-Commentary, wie ich sonst auch immer gemacht habe, mit News. Und ich dachte mir wirklich, dieses Mal sind wichtige Informationen, die ich nicht vorenthalten kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, Paul, jetzt setzt du dich hin und machst dieses Video. Und es geht eigentlich um relativ große Neuigkeiten. Wir alle haben ja gedacht, dass zum Zeitpunkt der E3, die jetzt die nächsten Tage kommt, dass wir da Multiplayer-Footage von Infinite Warfare sehen werden. Dazu muss ich euch leider sagen, dass das nicht passieren wird, denn Activision und Infinity Ward haben sich dazu entschlossen, zu einem anderen Event diesen Multiplayer zu revealen. Dazu gab es nämlich vor den paar Tagen von Activision so ein Envelope, also einen kleinen Briefumschlag, der an größere YouTuber gesendet worden ist, und da drin stand: Wir laden euch herzlich ein zur COD XP, die im September stattfinden wird in Kalifornien, in Los Angeles, vom 2. bis zum 4.9. diesen Jahres. Dort werden einige Tournaments stattfinden, wie damals auch schon in MW3-Zeiten, also 2011. Zudem kann man zum Beispiel live Nuketown spielen, also mit Paintball-Waffen, was ich eigentlich eine ganz coole Aktion finde. Das heißt, Nuketown ist da so nachgebildet und da rennt man mit seinen Kumpels rum und bei den Leuten, die sich da Tickets besorgt haben, und kann sich gegenseitig die Birne mit Farbklecksen voll klatschen. Des Weiteren kann man auch Lasertag spielen, aber in einem Zombie-Szenario so ein bisschen. Genaues gibt es da noch nicht zu. Vielleicht, wenn ihr darauf Bock habt, dass ich mehr solcher Videos mache, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, dann sehe ich das. Und könnt natürlich auch einen Kommentar da lassen, dann lese ich das auch gerne durch. Aber ganz kurz noch zu der anderen Sache, wann zum Beispiel ihr Tickets erwerben könnt, falls euch interessiert, nach Amerika zu fahren, oder ihr seid bereits in Amerika, so wie ich es war, und habt Bock darauf, dann könnt ihr ab dem 10. Juni Pacific Time 10 AM, das ist ungefähr 18 Uhr hier in Deutschland, könnt ihr Tickets erwerben. Den genauen Preis kann ich euch leider noch nicht sagen. Wird auf jeden Fall ein richtig großes Event. Viele Leute werden wahrscheinlich da sein. Ist wieder eins der extremsten Events. Nochmal ganz kurz zu dem Tournament. Es werden, glaube ich, ungefähr 1 Million $, jedenfalls so war es letztes Mal, ausgeschüttet. Das ist eine richtig extrem krasse Summe, muss ich ehrlich sagen. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich noch mehr sein, weil der Hype natürlich extremer ist als in den letzten Jahren noch. Ich bin mal gespannt, wie sich das alles auszahlt, wie die Leute darauf reagieren werden, dass zum Beispiel zu E3 kein Multiplayer-Footage gezeigt wird. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich habe echt gefreut und gespannt, dass ich endlich mal Footage sehen kann und dann auch eine wirkliche Meinung dazu äußern kann. Schreibt mir mal dazu eure Meinung in die Kommentare, würde mich echt brennend interessieren. Und dann war es doch mit dem ganz kurzen Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare, würde mich echt freuen. Wir haben fast die 10.000 Abonnenten geschafft. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch, der sich hier die Mühe macht und sich ein Video von mir reinzieht. Echt, ihr seid einfach die Besten. Vielen Dank auf jeden Fall dafür nochmal. Ich wollte euch einfach mal gesagt haben, kommt echt von Herzen. Vielen, vielen Dank für euren Support und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut rein. Ciao. Ayo, drop that shit.